Der Leipziger Tierärztekongress auf dem Messegelände gehört alle 2 Jahre zu den größten Veranstaltungen tiermedizinischer Fortbildung. Weit über 4000 Fachbesucher aus allen Bereichen der Tiermedizin, 400 Referenten aus dem In- und Ausland. Dieser Fachwelt präsentierte Vetsmart Tubes sein neuartiges Lüftungskonzept für frische, unbelastete Atemluft in Ställen als wirksame Prophylaxe gegen Krankheiten der Nutztiere. Die Probleme der Tierärzte liegen daran, dass die Antibiotika natürlich verschreiben müssen und eben auch diese Antibiotika-Behandlungen einleiten und eben eine Lösung haben müssen, um bestimmte Missstände zu korrigieren. Und eine Möglichkeit von mehreren Faktoren ist eben, die Gesamtluft in dem Stall so weit zu verbessern, dass wir ein Milieu schaffen, in dem das Kalb optimale Voraussetzungen antrifft, was Frischluft angeht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Unbelastete Stallluft beugt Atemwegserkrankungen vor wie Kälbergrippe und schafft die Basis für eine spätere leistungsfähige Milchkuh. Immer frische Luft ist gerade für junge Kälber ein Gesundheitsfaktor, der gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Dazu Professor Martin Kaske bei seinem Besuch auf dem Messestand von Vetsmart Tubes. Das Stallklima, die Atemluft ist von zentraler Bedeutung für das Risiko der Tiere an enzootischer Bronchopneumonie zu erkranken. Wir wissen, dass Kälber insbesondere in den ersten Lebenswochen eine hohe Empfindlichkeit haben gegenüber Schadgasen, insbesondere gegenüber Ammoniak. Das ist einer der Gründe, dass wir nach der Aufstallung von Kälbern auf dem Betrieb des Mästers ganz viel mit entsprechenden Atemwegsinfektionen zu tun haben. Und die Lüftung ist natürlich der Schlüssel, denn für die Konzentration der Schadgase aktuell in der Luft ist eben nicht nur die Produktion entscheidend, das, was über die Zersetzung von Harnstoff an Ammoniak entsteht, sondern natürlich auch die Elimination, die über die Lüftung erfolgt. Praktische Tierärzte kennen die Probleme mit kranken Kälbern als Folge zu hoher Keimbelastung in der Atemluft. Und viele wünschen sich seit langem eine Lösung, die die Ursachen ausschaltet und die sich flexibel einbauen lässt. Da sind wir fast tagtäglich mit konfrontiert, also mit Kälbern, die halt wirklich in den Altgebäuden groß werden müssen mit schlechter Luft. Also das ist unser tägliches Brot bald. Und deshalb ist es so schön, wenn man auch einfache Lösungen dann mal anbieten kann und die Leute mal zum Umdenken bringen kann. Das Richtung Tierwohl, Tiergesundheit, denke ich, eine sehr innovative Geschichte. Bei Vetsmart Tubes arbeiten 3 Disziplinen zusammen. Tiermedizin, Landwirtschaft und Physik. Jedes Lüftungssystem wird individuell nach dem Bedarf des Stalls berechnet. Luftmenge, Luftgeschwindigkeit, Luftführung im Stall, alles für ein Ziel, gesunde Tiere. Wir gehen das Problem an, bevor es entsteht, beziehungsweise wir wollen mit den Managementmaßnahmen einfach die Verbesserungen bringen und nicht dem Problem dauerhaft hinterherrennen. Vetsmart Tubes. Frische Luft für gesunde Tiere.